Heute wieder mal ein Tipp zur Aussprache von mir. Statt hast du Hunger, höre ich oft haste du. Und ich gebe dir einen kleinen Tipp, wie du das vermeiden kannst. Verschiebe einfach die Wortgrenzen. Denk also nicht so hast du, sondern denke das als ein Wort. Hast du. Zur Hilfe kannst du dir das Wort oder diese Wortgruppe, diesen Satz auch anders aufschreiben. Ungefähr so. Hast du. Und dann baust du eine Brücke. Hast du. Wenn T und D aufeinandertreffen, sprechen wir häufig nur einen der beiden Laute, wenn wir flüssig sprechen. Wenn ihr natürlich eine Pause macht, dann müsst ihr beide Laute sagen, hast du. Aber meistens machen wir da keine Pause und sagen einfach nur, hast du. Diese Regel gilt natürlich auch für andere Verbindungen, wie zum Beispiel, kannst du oder musst du. Ich hoffe, dieser kleine Tipp hilft dir weiter, natürlich und flüssig Deutsch zu sprechen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Sprich Deutsch mit Language Coach Institute.